herzlich willkommen zu einem Unterwegs in Dessau Spezial zur Jährung der Reichspogromnacht. Ich zeige euch jetzt den israelischen Friedhof, das was davon noch da ist. 1687 gestattete Fürst Johann Georg II. Die Anlegung eines Begräbnisplatzes, damals noch außerhalb der Stadt. 1906 wurde die Kapelle, die hier auf dem Platz mal stand, errichtet. Wie auch die Synagoge nach Entwürfen von dem Architekturbüro Krämer und Wolfenstein. 1933 wurde das Denkmal für Moses Mendelssohn von den Nationalsozialisten entfernt und vor der Kapelle, vor dem Platz da, den ich gerade gezeigt hatte, wieder aufgestellt. Ihr seht jetzt hier in der Mauer, die hier den israelischen Friedhof umgibt sozusagen, sind die alten Grabsteine, die geschändet wurden von Nationalsozialisten, in der Mauer mit eingebaut. Und hier seht ihr noch den damaligen Friedhof. Auf der anderen Seite ist der jetzt wieder intakte Friedhof. Am 10. November 1938 wurden große Teile des Friedhofes zerstört. Seit 1945 wird er wieder benutzt. Und ich lasse das mal kurz alles wirken. Ich finde auch, dass viel Platz und es sind noch nicht alle Grabsteine wieder aufgetaucht. Die wurden ja in der DDR-Zeit alle wieder herangeschafft oder versucht heranzuschaffen. Hier sind noch intakte Grabsteine. Auf diesem Friedhof begraben ist auch die Familie Sonnenthal, eine jüdische Familie aus Dessau, die in der Stadt viel geleistet hat. Und die Ausstellung befindet sich derzeit noch im Stadtarchiv. Ein Grabstein ist nicht gar nicht weggekommen von dem Friedhof, sondern er liegt noch da, nämlich der von Hugo und Adel Sonnenthal. Und ich mache mich jetzt langsam wieder auf den Weg zurück von dem israelischen Friedhof. Und dann geht es natürlich gleich weiter, denn ich habe ja noch mehr zu zeigen. Jetzt zeige ich euch den Platz, wo früher die alte Synagoge stand, die am 18. Februar 1908 eingeweiht wurde. Das Gebäude war neoromanisch gehalten, im Inneren neogolisch. Die hohe, imposante Kuppel mit goldenen Davidstern prägte das Stadtbild. Im benachbarten Gemeindehaus wuchs Kurtweil auf. 30 Jahre war es die wichtigste Synagoge in Anhalt. Jetzt steht dort ein Denkmal für die jüdischen Männer, Kinder und Frauen, die im Nazi-Terror bis 1945 verfolgt wurden. Und hier steht auch nochmal alles. Und hier wurde gestern auch nochmal eine kleine Gedenkfeier mit unserem Oberbürgermeister abgehalten. Ich wische das kurz mal frei. Zerstört wurde sie am 9.11.1938. Und ich gehe jetzt weiter und zeige euch noch das Rabbinerhaus. Das Rabbinerhaus befindet sich jetzt in der Kantorstraße 3. 1684 erwarb die jüdische Gemeinde das Grundstück. Das Rabbinerhaus befand sich direkt hinter der Synagoge. Das Haus wurde 1889 durch einen Neubau ersetzt. Das Haus überstand auch die Pogromnacht. Und hier seht ihr noch eine Gedenktafel von Kurt Weill, dem Komponisten. Und da unten seht ihr schon die Stolpersteine und ich bin jeden einzelnen Stolperstein hier in Dessau abgegangen und habe das für euch natürlich auch dokumentiert.